Mion, weiter geht's. Wir sitzen ganz schön in der Klemme. Luke Edmee scheint mit allem davonzukommen. Nur weil wir nicht beweisen können, dass er zum Tatzeitpunkt wirklich am Tatort war. Haben wir verloren. Jetzt kann mir nichts mehr zum Sieg verhelfen. Auch wenn Ron für unschuldig befunden wird, bleibt der wahre Mörder, Luke Edmee, auf freiem Fuß. Genommen. Da es keine weiteren Aussagen gibt, wünschte ich, dass dieser Zeuge nicht weiter befragt werden kann. Gibt es dazu irgendwelche Einsprüche? Kann jemand nicht irgendwie Einspruch erheben? Bitte. Dann erkläre ich hiermit das Kreuzfeuer von Luke Edmee für beendet. Ich denke, ich verstehe nun. Euer Ehren, als Sie noch in der Schule waren, stand jedes Jahr Folgendes im Zeugnis: Hört schlecht und macht deshalb viele Fehler. Woher wissen Sie? Phoenix, Kopf hoch. Hast du vergessen, was ich dir immer gepredigt habe? Ein Anwalt ist jemand, der immer lächelt, egal wie schlecht es um ihn steht. Diese Stimme! Unmöglich! Lange nicht gesehen, Phoenix. Mia! Das ist die wahre Macht der Kurainer Geisterbeschwörung. Ich weiß, dass eigentlich Maya vor mir steht, aber gerade ist sie meine Mentorin, Mia Fey. Also, packen wir es an. Aber wir können nichts mehr tun, Mia! Ohne weitere Aussagen kann ich kein Kreuzverhör durchführen. Nicht ganz. Die Aussage ist noch nicht vorbei. Was willst du damit sagen? Euer Ehren, gerade haben Sie etwas sehr Interessantes gesagt. Sie haben alle Aussagen des Zeugen heute ins Kreuzverhör genommen. Ja, das stimmt, aber... Leider haben Sie etwas vergessen, Euer Ehren. Vorhin, nach dem letzten Kreuzverhör, hat dieser Zeuge einige Bemerkungen geäußert. Nun, Herr Anwalt, anscheinend hat die Liebe am Ende trotzdem gewonnen. Ich bin Meisterdetektiv und Masked Mask. Mein Urteil wird das bestätigen. Wie Ron Delights Urteil bestätigen wird, dass er der wahre Mörder ist. Ich verkünde dies mit meiner großen Erfahrung als Meisterdetektiv. Ja, aber die Bemerkung tut doch überhaupt nichts zur Sache. Also gut. Dann werden wir ihre Bedeutung mittels Kreuzverhör beweisen. Wenn der Zeuge diese Bemerkung gemacht hat, macht die Verteidigung von ihrem Recht Gebrauch, ihn dazu zu befragen. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Staatsanwalt? Was ist denn jetzt mit Godo los? Stimmt es nicht, Herr Godo? Ach, nichts. Das war jetzt neu. Was geht denn jetzt ab? Oh, Herr Anwalt. Sieht so aus, als kämen Sie einen Schritt zu spät. Wenn Sie denken, solche Unwahrheiten könnten mir Luke Edmee etwas anhaben. Wir hören es uns an. Wie? Es stimmt, dass der Zeuge einige Bemerkungen gemacht hat. Also gut, hören wir uns den letzten Teil des Kreuzverhörs an. Herr Godo, was tun Sie? Na schön, Luke Edmee! Ich erlaube der Verteidigung, Ihre Bemerkungen von vorhin ins Kreuzfeuer zu nehmen! Die Verteidigung möchte hören, warum Sie den Angeklagten für den wahren Mörder halten. Bitte machen Sie eine letzte Aussage! Phoenix, das ist es. Das ist die wirklich unsere letzte Chance. Ja, Chefin. Boah, alter Mia, wie sie uns gerade wieder den Arsch gerettet hat. Und Godos Verhalten war jetzt etwas seltsam. Nun ja, jetzt kommen wir erstmal zu einer Weltpremiere. Die längste Zeugenaussage im gesamten Ace Attorney. Zumindest
meine ich, ist das bisher die längste Aussage, die es gibt. Es stimmt, in der Tat, dass ich nicht bei Lord Detailer war. Ich musste gehen und mich um einen anderen, sehr wichtigen Auftrag kümmern. Das Datum wusste ich im Voraus, deshalb habe ich das Foto vorbereitet. Meine brillante Schlussfolgerung sagte mir, Randy Light sei der Schuldige. Und dank der Schlüsselkarte und der Brieftasche war seine Anwesenheit deutlich genug. Der Notrufknopf, der einmal gedrückt wurde, ließ auch Schlussfolgerungen zu. Auf dem Knopf waren keine Fingerabdrücke zu sehen. Warum? Das Opfer hätte Fingerabdrücke darauf hinterlassen. Das heißt, der Mörder drückte ihn. Herr Delight trug sein Kostüm als Masked Mask. Deshalb gab es keine Fingerabdrücke. Und der Erpresserbrief. Das Opfer irrte sich wohl in der Farbe des Juwels. Zwari! Deshalb deuten alle Beweise auf diesen armen Jungen. Habe ich nicht gesagt, dass das die längste Aussage wird? Diese Aussage sieht ziemlich wasserdicht aus. Die Bemerkung des Zeugen von vorhin wird nicht voreilig. Alle seine Punkte wurden erklärt und keiner scheint widersprüchlich zu sein. Aber natürlich. Aber woher wussten Sie von dem Notrufknopf? Die Dokumente der polizeilichen Untersuchung liefen über mich. Und ich lese immer alle Dokumente. Das ist sehr wichtig, Herr Anwalt. Wollen Sie uns etwa noch mehr Ärger machen, Herr Anwalt? Ich werde keine weitere Faxen dulden, Herr Wright! Ja, euer Ehren. Wir können Luke Edmays Prozess nicht länger unterbrechen! Das ist Ihre letzte Chance! Moment mal! Nur eine Chance? Ha! Sieht so aus, als würde die Party anfangen. Nun, Phoenix? Es gibt keinen Beweis, der dieser Aussage widerspricht. Danach sieht es scheinbar aus. Was meinst du mit, danach sieht es scheinbar aus? Hör zu, Phoenix. Auf Widersprüche hinzuweisen bedeutet nicht immer, Beweise vorlegen zu müssen. Richtig? Jedenfalls ist das unsere letzte Chance. Wenn du keinen Widerspruch findest, der den Fall entscheidet, hast du verloren. Das ist alles. Tasse Nummer 17. Die letzte Tasse. Die Zeit ist gekommen, diese Verhandlung zu beenden. Ich muss einen entscheidenden Widerspruch in dieser Aussage finden. Und ich muss darauf hinweisen, ohne Beweise vorzulegen. Was bedeutet, ich muss die widersprüchliche Bemerkung finden und diese angreifen. Denk dran, du hast nur eine Chance. Na schön, Herr Wright! Bitte gewinnen Sie mit Ihrem letzten Kurzverhör! Kurzverhör! Die letzte Aussage. Und es ist wahrlich die letzte, zumindest in dieser Episode. Und das Trickige wieder bei der Sache, in dieser ellenlangen Aussage, bestehend aus 11 kleinen Häppchen, müssen wir den richtigen rauspicken und angreifen. Legen wir daneben, Instant Kill. Das heißt, sofortiges Game Over. Aber wenn wir wissen, woran wir sind, dann finden wir die richtige Lösung. So, wo ist es denn richtige? Hier. Herr Delight trug sein Kostüm als Masked Mask. Deshalb gab es keine Fingerabdrücke. Das ist die richtige Aussage. Tja. Stellt sich nur eine entscheidende Frage. Herr Edmay, Ihre letzte Bemerkung. Sie haben es wohl immer noch nicht kapiert, Bright. Wir haben keine Zeit, den Zeugen bei den kleinsten Bemerkungen anzugreifen. Ich fürchte, Sie sind derjenige, der nichts verstanden hat, Herr Godot. Was? Herr Edmay, anscheinend haben Sie letztlich zugegeben,
dass Sie in der Nacht des Mordes im Chefbüro gewesen sind. Wie können Sie das behaupten? Wiederholen wir doch noch einmal Ihre Aussage. Ja, Herr Edmey? Auf dem Knopf waren keine Fingerabdrücke zu sehen. Warum? Herr Delight trug sein Kostüm als Mask the Mask. Stimmt das? In der Tat, das habe ich gesagt. Meine Folgerungen sind absolut narrensicher. Ihre Folgerungen beweisen lediglich, welch ein Narr Sie sind. Tut mir leid, was meinen Sie damit? Aus irgendeinem Grund bin ich gerade ziemlich durstig. Wann genau haben Sie erfahren, dass Ron Delight als Masked Mask verkleidet war, als er am Tatort erschien? Das war vor ein paar Stunden, als mir meine sechste Tasse kalt in die Augen starrte. Huh? Habe ich etwa vergessen, es zu erwähnen? Tut mir leid, ich hatte nie eine Gelegenheit, es zu erwähnen. Stimmt, der Angeklagte hatte vor heute Morgen noch keinem davon erzählt. Deshalb könnte das nur derjenige wissen, die diese Verhandlung sahen. Verstehen Sie jetzt, Detektiv Edmey? Sie hätten es unmöglich wissen können! Eden wurde im Gerichtssaal nebenan der Prozess als Masked Mask gemacht. Also klären Sie uns bitte auf, woher kannten Sie diese Information? Nun... Kommen Sie, dieser Detektiv muss Bescheid gewusst haben. Wahrscheinlich hat er viele Möglichkeiten, es vorher herauszufinden. Und über diese Möglichkeiten möchte ich als nächstes reden. In jener Nacht trug Herr Delight sein Kostüm als Masked the Mask. Es gibt wirklich nur eine einzige Möglichkeit, wie Detektiv Edmey das herausgefunden haben kann. Eine Möglichkeit, sagen Sie? Wenn Sie sich bitte an Herrn Delights Aussage erinnern würden. Als ich das Büro betrat, sah ich einen verdächtigen Schatten. Für eine Sekunde hatte mein Mandant den wahren Mörder wahrgenommen. Aber Herr Delight sah ihn nicht. Man kann nicht feststellen, ob Luke Edmey der wahre Mörder war. Mit dieser Aussage werde ich diesen Fall auf den Kopf stellen. Was meinen Sie damit? Herr Delight sah den echten Mörder, richtig? Wenn Sie diese Aussage herumdrehen, besagt sie, dass der wahre Mörder auch Ron Delight gesehen hat. Unmöglich. Detektiv Edmey, Sie sahen Masked Mask am Ort des Mordes in jener Nacht. Sie haben ihn gesehen, als Sie Cain Bullard umgebracht und Ron Delight angegriffen haben. Nur so können Sie gewusst haben, was Ron anhatte. Was ist jetzt los? Startet jetzt eine Rakete oder was? Sehen Sie alle genau her. Da ich keinen Gegner meiner Klasse finden konnte, musste ich selbst einen schaffen. Hier bin ich, der tragische Clown. Das Gleiche haben wir gestern auch schon gesagt. Aber diesmal steckt eine größere Bedeutung dahinter, finde ich. Der ist wahnsinnig, der Junge. Das war ein schrecklich komplizierter Fall! Nicht so kompliziert wie die darauf folgenden. Cain Bullard erpresste Luke Edmey, welcher wiederum Ron Delight erpresste! Luke Edmey brachte seine Erpresser um und versuchte alles Ron Delight anzuhängen! Er gestand seine Taten als Masked Mask, um seinen echten Verbrechen zu entgehen. Und um das zu erreichen, war sein Plan, das Gesetz der Doppelbestrafung für sein Alibi zu nutzen. Was ziemlich hinterhältig war.
Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir endlich die Wahrheit gefunden. Entschuldigen Sie. Ich war sehr nah dran, einen unschuldigen jungen Mann auf dem Leben zu reißen. Ihn zuvor gar mit der Bezeichnung Mörder zu besudeln. Ignorieren Sie mich nicht! Oh, ich habe ganz vergessen, dass Sie da sind. Warum sollte es nicht sein? Wegen des Urteils. Ich weiß! Sie haben niemals einen Mord begangen! Das ist richtig. Ich bin so froh, dass Sie das eingesehen haben. Aber ich bin wirklich Master Mask! Wie? Also, dank des gestrigen Verfahrens bin ich jetzt unschuldig, richtig? Was haben Sie da erwähnt? Doppelbestrafung? Muss ich jetzt sagen? Ich war nachlässig. Nachlässig? Was meinst du, Mia? Wie der Angeklagte sagte, ist das Gesetz der Doppelbestrafung bindend. Wurde man freigesprochen, kann man für dieselbe Tat nicht mehr verurteilt werden. Dann ist Masked Mask also wirklich unschuldig? Im Augenblick sieht es jedenfalls danach aus. Im Augenblick? Eieiei, kompliziertes Gesetz. Also gut, dieses Gericht befindet den Angeklagten für nicht schuldig. Jetzt aber zu Recht. Glückwunsch. Junge, welch ein Glück. Warten Sie, ich... Das ist aber nicht so gut. Wissen Sie, ich bin trotzdem Masked Mask. Alter, Ron, halt einfach deine Klappe, was dieses Thema angeht. Mein Gott, sei froh, dass du jetzt von allen Punkten frei bist. 14. Oktober, 15.35 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 4. Du hast es geschafft, Nick. Danke, Mia. Es ist wirklich schon sehr lange her, nicht wahr? Ja, weil Maya mich im Augenblick nicht mehr so oft ruft. Oh? War nur ein kleiner Scherz, Phoenix. Nimm nicht alles so ernst. Aber Maya wiederum, sie wirkt im Moment etwas verloren. Du meinst, weil sie Meisterin der Kurainer Beschwörungsschule wird? Meisterin zu werden, bedeutet Abschied zu nehmen von unserer Mutter. Du meinst Misty Fay? Pass bitte auf sie auf. Machst du das, Phoenix? Natürlich! Na gut, bis nächstes Mal. Mia. Herr Wright? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Glückwunsch, Herr Delight. Vielen, vielen Dank. Nein, warten Sie. Nichts ist mir wirklich wichtig, dass da alles... Kommen Sie! Ein wenig Fröhlichkeit kann nicht schaden! Maya! Die Anklage wegen Mordes wurde fallen gelassen und Sie sind als Masked Mask entwischt. Aber dafür habe ich alles verloren. Wie bitte? Was meinen Sie damit? Sicherheitsinformationen von KB Security zu stehlen, Masked Mask zu werden... Das alles habe ich aus einem Grund getan. Nur für Sie. Sie meinen Ihre Frau, Desiree. Sie hasst Kriminelle mehr als alles andere. Nun, sie ist doch einmal von Räubern als Geiseln genommen worden, oder? Ja. Jetzt... Da ist es ja klar, dass man Kriminelle ab dann hasst. Sie hat immer gesagt, wie sehr sie hinterhältige Kriminelle hasst. Ich wusste das. Ich wusste das, aber... Jetzt, wo KB Security mich gefeuert hat und ich mein ganzes Geld verloren habe, hat sie keinen Grund mehr, bei mir zu bleiben. Ich dachte, dass sie mich ganz sicher verlassen würde. Das ist der Grund, warum sie also Masked Mask wurden. Ja, aber jetzt ist alles aus. Eine zerbrochene Schale lässt sich nicht mehr richten. Das ist nicht wahr. Stimmt's, Nick? Richtig. Wirklich? Kann alles wieder so werden, wie es war? Kann es! Und Nick kann es beweisen! Kann ich das?
Ich wünschte, du würdest mich vorher fragen. Herr Delight, auch wenn eine Schale zerbrochen ist, kann sie wieder gerichtet werden. Und bewiesen wurde das durch die heilige Urne. Die heilige Urne? Daisy war diejenige, die sie gefunden hat. Desiree, ihre Frau. Sie hat immer an sie geglaubt, Ron. Deshalb wird wieder alles gut. Moment bitte. Ich hasse es, wenn man nicht vorher anklopft. Wo war ich? Ach ja. Deshalb wird wieder alles gut. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ah, hier bist du. Frau Delight. Du hast es geschafft, Ronnie. Du bist unschuldig. Ich bin so glücklich. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Aber, ich denke, du wirst nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, oder? Ronnie, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich hatte keine Ahnung, dass du KB Security verlassen hast. Und ich hätte mir auch niemals träumen lassen, dass du Mask the Mask bist. Frau Delight, was werden sie jetzt machen, da sie alles wissen? Sie werden ihn doch nicht wirklich verlassen, oder? Ach komm, das ist doch offensichtlich, oder nicht? Wie könnte ich einen so wunderbaren Mann wie ihn entkommen lassen? Außerdem ist meine Maschine richtig schnell. So schnell, dass er mir niemals entkommen könnte. Aber haben Sie nicht gesagt, Sie würden Kriminelle hassen? Hm? Oh. Ich hasse nur Leute, die feige und hinterhältig sind. Wie dieser Detektiv. Verstehe. Mein Ronnie hatte sein Verbrechen vorher angekündigt. Wie ein echter Mann. Und ich liebe Männer, die so ritterlich sind. Ritterlich? Ich wusste, dass ich mich in dir nicht geirrt hatte. Jeden Tag mit dir ist spannend und aufregend. Daisy. Desiree, sie liebt Ron wirklich, oder? Nikki? Ja? Ich bin wirklich froh, dich um Ronnies Verteidigung gebeten zu haben. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Oh, nun. Passen Sie gut auf sich auf. Du auch, Nikki. Wie sie einen anguckt. Ich glaube, ich werde ganz rot. Herr Nick, Mr. Schemaya, Glückwunsch! Ganz schlechtes Timing. Aua. Aua. Das war so typisch. So wie der Fall zu einem Ende kam, tat das auch mein Bewusstsein. Ron sagte, eine zerbrochene Schale lässt sich nie wieder richten. Aber das stimmt nicht. Ich meine, mach die Augen auf. Hier ist das perfekte Beispiel für eine gerichtete Schale, die besser ist als vorher. Wunderschöne Symbolik. Und wir haben es geschafft. Abspeichern. Yes, Sir. Alter. Das war gut. Das war wieder eine wunderschöne Runde. Episode 2, der gestohlene Wandel. Erfolgreich abgeschlossen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um Episode 3. Wandel nach Rezept. Oh Gott, das Pick ist immer noch so lustig. Nun ja, das... Danke für den Kugelschreiber. Naja, mir bleibt jetzt auch nichts anderes zu sagen, als das war's von meinerseits. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sehr geil.